Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fahrzeugbau steckt in einer massiven Krise, nicht nur wegen der Weltwirtschaft und wegen Corona, sondern auch wegen der immer neuen Anforderungen. Die Flottengrenzwerte sollen weiter verschärft werden, jetzt auch noch Euro 7, was in der vorgelegten, angedachten Version in der Tat ein Verbot von Benziner und Diesel wäre. Unsere Industrie, die kann Strukturwandel, das wäre aber Strukturbruch. Wir brauchen Technologieoffenheit, keine Autoplanwirtschaft. Bei der Euro 7-Norm geht es in der Tat nicht um CO2, sondern um die Luftqualität. Und wenn wir uns hier Euro 6D Temp anschauen, die aktuelle Norm, merken wir, dass was aus dem Diesel beispielsweise fast nichts mehr hinten rauskommt. Die sind schon extrem sauber. Aber jetzt fordert der Think Tank der Kommission sozusagen, dass das in jedem Fahrzeugzustand der Fall sein soll. Also auch im Winter beim Anlassen des Motors, wenn es einen steilen Berg hochgeht oder auch wenn ein schwerer Anhänger gezogen wird. Und deswegen hat die VDA-Präsidentin völlig recht, das ist absolut unmöglich. Das wäre ein faktisches Verbot von Benzin und Diesel. Und das wollen wir verhindern. Das kann und darf nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wird die Industrie schwer treffen. Deswegen ist diese Debatte notwendig. Und wir haben auch einen Antrag eingebracht, damit die Bundesregierung hierzu endlich Farbe bekennt. Wir brauchen in der Tat in Brüssel im Rat eine Allianz der Autoländer. Das schlägt ja auch der Wirtschaftsrat der Union vor. Das ist richtig und wichtig. Und ich habe die Bundesregierung ja gefragt in einer Einzelfrage, die heute beantwortet wurde, wie ist dazu die Haltung? Und das Ergebnis war, dazu gibt es noch keine Ressortabstimmung. Und das ist das Problem. In so einer zentralen Frage muss auch das BMU endlich mal zu einer klaren Haltung kommen. Ich fordere auch das Umweltministerium auf, hier endlich klar Farbe zu bekennen. Liebe Kollegen der SPD, hören Sie mal auf Ihre Kollegen der IG Metall. Was hier derzeit in Planung ist, ist eine absolute Katastrophe für den Standort in Deutschland. Und das kommt zuerst, trifft das das Kleinwagensegment. Da erleben wir ja schon, dass kleine Verbrenner aus dem Markt genommen werden, zum Beispiel der Opel Adam. Und wenn das käme, wird natürlich hier zuerst kleine Verbrenner nicht mehr produziert werden. Nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel den Opel Corsa, der halb so viel kostet wie ein Renault Zoe, trotz 10.000 Euro Subvention. Also kommt so etwas, wird Einstiegsmobilität massiv verteuert. Und das ist absolut unsozial. Und auch deswegen muss dies verhindert werden. Zum Zweiten, auch das Premium-Segment, wo wir in Deutschland besonders stark sind, ist hiervon massiv betroffen. Hören Sie doch mal zu, was Daimler gerade gesagt hat in Stuttgart. Die haben gerade gesagt, dass sämtliche Motoren in der Zukunft mit den Partnern aus China entwickelt und produziert werden sollen. Auch BMW hat klar gesagt, die gesamte Motorenproduktion von BMW soll verlagert werden ins Ausland. Also keine Motoren mehr aus München, liebe CSU. Es ist ja schön, dass Herr Söder das Verbrennungsverbot, das Verbot des Verbrennungsmotors fordert. Das wird jetzt geliefert. Wir wollen aber, dass Motoren weiter in Deutschland hergestellt werden. Deswegen ist es wichtig, dass Frau von der Leyen, Kollege Luxtritt, ich komme zum Ende, dass Frau von der Leyen diesen Kurs stoppt. Sie fährt die deutsche Automobilindustrie an die Wand zusammen mit der Bundesregierung. Die muss jetzt hier endlich klar Farbe bekennen, damit wir Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Vielen Dank.